Nicht gerade untypisch für Freitag war die Stimmung an der Wall Street eigentlich sehr freundlich, sehr optimistisch. Freitag ist ja der Tag, an dem der VIX normalerweise nach unten gecrashed wird. Also die Vola, und das geht dann meist einher mit steigenden Kursen, und so war es auch heute. Aber dann kam die Meldung, China will das Bitcoin-Verbot radikal durchsetzen. Und das hat dann so ein bisschen die Stimmung verhagelt, auch bei den Aktienmärkten, denn es ist ja derzeit so, entweder es steigt alles, also Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien, oder es fällt dann eben alles. Kryptowährungen sind dann gefallen, vor allem auch Bitcoin ist gefallen, und das hat dann den Nasdaq so ein bisschen beeindruckt, das beeindruckt die Aktienmärkte. Also es ist dieses Mantra, entweder Liquidität hebt alle Boote, oder wenn dann irgendwas kommt, was eher negativ ist und nach Ebbe riecht, dann sinken die Boote auch ein bisschen. Alles nicht dramatisch, was die Aktienmärkte betrifft, aber Bitcoin und andere Kryptowährungen eben sehr stark unter Druck. Dieser junge Mann, den Sie hier sehen, ist Liu He. Das ist der Chefverhandler gewesen, der mit Sid Donald einst, Gott hab ihn selig, als Präsident, es ist schon ein bisschen lange her, man vermisst ihn ja teilweise schon so als Schlagzeilengenerator. Liu He jedenfalls war der Verhandlungsführer. Und der hat folgende Aussage gesagt: Wir werden Bitcoin Mining und Trading Activities verbieten. Und jetzt haben viele gesagt, ja, das sei doch jetzt schon das tausendste Mal, dass China irgendwie Bitcoin verbieten will. Ist so nicht richtig nach meiner Auffassung. Bisher hat China gesagt, wir werden Zahlungen in Bitcoin versuchen zu unterbinden. Man hat aber nicht gesagt, dass das Mining verboten werden soll und dass auch das Trading mit Bitcoin verboten werden soll. Das ist eine neue Dimension nach meiner Auffassung. Jetzt ist natürlich die Frage, warum passiert das? Kontrolle ist der zentrale Punkt hier. Michael Krieger schreibt hier zum Beispiel, also die Dickfische, die Reichen in aller Welt, ob im Westen oder in China, arbeiten gegen die Bevölkerung. Es ist nicht ein Kampf zwischen Staaten, sondern es ist ein Kampf zwischen den Mächtigen und allen anderen. Und klar, in Sachen von China ist das natürlich immer dieser Trieb, dieser Antrieb einer Diktatur, auch die totale Kontrolle auszuüben, und da eignet sich Bitcoin als dezentrales Netz eben relativ schlecht dazu. Da kann man nicht wirklich die Kontrolle drüber erlangen. Manche sehen auch Positives darin, dass sie sagen, naja, also wenn dieses Mining jetzt in China verboten wird, was um und bei 2/3, genaue Zahlen hat man nicht, aber so um und bei 2/3 des weltweiten Minings ausmacht, dann könnte das Argument, das gegen Bitcoin ja immer wieder verwendet wird, nämlich schmutzige Kohleenergie zu verbrauchen, dass dieses Argument dann hinfällig wird. Und wir erinnern uns, kürzlich hat ja Elon Musk plötzlich gesagt, oh, der hohe Energieverbrauch von Bitcoin, der sei doch schlecht, und deswegen werde Tesla keine Zahlungen mehr in Bitcoin annehmen. Das war wahrscheinlich, weil eben Fonds, die auf nachhaltiges Investieren geeicht sind, institutionelle Investoren vermutlich Musk unter Druck gesetzt hatten. Das zumindest war die These von Cathie Wood, und die halte ich für ziemlich nachvollziehbar. Also das Umweltargument würde dadurch etwas schwächer, denn es ist wohl so, dass in China natürlich eher mit schmutziger Energie das Mining betrieben wird. Ich hatte vor einigen Wochen ja ein Gespräch mit dem Blocktrainer, einem der besten Kenner dieser ganzen Bitcoin-Materie in Deutschland. Und meine These war damals, ich glaube, dass China das verbieten wird, eben weil sie die totale Kontrolle wollen, und das Bitcoin-System ist eben antizentral und damit entzieht es sich der Kontrolle. Blocktrainer meinte damals, ja, aber es sei unschlau von China, das zu tun. Vielleicht ist es auch unschlau, denn man könne damit sozusagen auch durchaus die USA ärgern. Das war ja auch wiederum so ein bisschen die These von Peter Thiel, der eben gesagt hat, das könnte eine Waffe sein in der Hand Chinas, nämlich Bitcoin, um die USA, um den Dollar unter Druck zu setzen. Jetzt scheint es so zu sein, dass China das nicht als Waffe gebraucht, sondern den Kontrollverlust eher fürchtet als mögliche Vorteile, eine solche Waffe gegen die USA in der Hand zu haben. Sven Hendrik hat jetzt mal die charttechnische Entwicklung sich ein bisschen angeschaut. Wir haben ja so einen Rounding Top, könnte man sagen. Wir sind nach dem krassen Fall, am Mittwoch war es, glaube ich, als Bitcoin kurz unter 30.000 lief, dann allerdings auch wieder angestiegen war. Jetzt sind wir auf $42.000 gelaufen, da waren wir heute auch fast wieder. Und dann der Rücksetzer in dem Bereich 36.000, es geht relativ schnell bei Bitcoin, deswegen kann es sein, dass, wenn Sie das sehen, Bitcoin schon wieder ganz woanders steht, höher, tiefer, keine Ahnung.
Aber er sagt, jetzt muss das Hoch aus dem Januar überwunden werden, eben über der 42.000er Marke, damit charttechnisch die Ampeln wieder einigermaßen in Ordnung sind für Bitcoin. Apropos Bitcoin, Cathie Wood ist ja eine ausgemachte Anhängerin mit ihren ARK-Produkten. Und hier hat ein Mensch mit dem Namen Mark Ungewitter, großartiger Name, ich würde gerne auch Markus Ungewitter heißen, auf diesen Namen muss man kommen, der ist wirklich cool. Jedenfalls, der hat sich mal angeschaut, die Entwicklung von ARK, also diesem Innovations-ETF, das Cathie Wood aufgelegt hat, wo wahnsinnig viele schöne, unprofitable Tech-Unternehmen drin sind, und hat das verglichen, den Kursverlauf verglichen mit dem Nasdaq, hier anhand des Triple Q, des Nasdaq-ETFs, zwischen September 1999 und 2001. Und siehe da, diese Abwärtsbewegung hat eine fast identische Struktur wie damals beginnend 1999. Dann gab es noch mal eine Erholung. Damals der Nasdaq 40% gefallen, ARKK oder ARKK. Das Produkt von Cathie Wood 39% gefallen. Dann kam eine Erholung, wenn es so weitergeht wie damals beim Nasdaq, dann wäre das jetzt bullish kurzfristig, bevor es dann vielleicht eher ungemütlich wird. Aber Cathie Wood und Verluste, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Sie weiß doch, dass sich ihr Portfolio mindestens verdreifachen wird, wie sie vorher gesagt haben und sie gesagt hat, und sie arbeitet damit sehr hervorragend qualifizierten Studienabgängern zusammen, die wahnsinnig viel Erfahrung haben und natürlich die neue Welt besser verstehen. Jetzt das zweite Thema heute, und das ist auch so etwas, was da ein bisschen wabert, ist natürlich das nach wie vor dominante Inflationsthema. Wir hatten heute den deutschen Einkaufsmanager-Index, der vor allem im Dienstleistungssektor deutlich besser war, weil man eben jetzt dieses Opening der Wirtschaft, dieses Wiedereröffnen so langsam auch der deutschen Wirtschaft vor Augen hat. Aber was hier Market gesagt hat, dass die Daten eben erhebt, die Kosten sind massiv gestiegen, und zwar so stark wie noch nie zuvor seit Datenerhebung. Und es gibt massive Lieferengpässe, die dazu führen, dass teilweise schon die Produktion gedrosselt wird. Ich habe viele Gespräche mit Nachbarn, mit Leuten aus verschiedenen Branchen, und die sagen, versuchst du irgendwelche Teile zu bekommen, dann kriegst du die Antwort, ja, wird mindestens 3 Monate dauern. Also diese Engpässe, die sind schon ziemlich heftig. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen immensen Anstieg, so stark wie noch nie, wie Market bemerkt hat. Und wenn wir uns insgesamt mal jetzt aus anderen Bereichen anschauen, diesen Preisdruck, dann sehen wir, dass verglichen mit dem Zinssatz der EZB, dass eigentlich normalerweise die EZB jetzt die Zinsen um 0,5% anheben müsste. Aber wir haben ja natürlich aufrechte EZB-Banker, wie zum Beispiel Madame Lagarde, die gesagt hat, ja, also diese Inflation, die ist temporär, gell, also vorübergehend, die ist transitory, ne? Die ist also nicht nachhaltig, sondern sehr vorübergehend. Das dauert keine 10 Jahre teilweise, dass die Inflation dann schon wieder vorbei ist. Und man beobachtet sehr aufmerksam die Yields, also die Renditen. Die europäischen Renditen sind ja im Gegensatz zu den amerikanischen Renditen doch relativ deutlich gestiegen. Klar, von einem viel tieferen Niveau auskommend. Und de Lagarde begründet das Festhalten an dieser ultralaxen Geldpolitik damit auch, dass die Recovery uncertain sei, also dass die Erholung, die Wirtschaftserholung eben unsicher sei. Und solange das so ist, da müssen wir sowieso Geld drucken. Bis zum Get-No. Dann aber auch Aussagen der Bundesbank, die ja letztendlich der EZB untersteht. Inflation könnte vorübergehend auf 4% steigen, aber auch hier natürlich vorübergehend, weil irgendwann sind dann plötzlich alle Teile wieder da, also man bestellt und hat es dann eine Sekunde später, statt jetzt hier 3 Monate zu warten. Also das ist schon eine Aussage, die dazu verleitet zu glauben, dass wir noch nicht fertig sind mit dem Anstieg der Inflation. Und in der Tat, wir werden wohl dann die Daten aus dem Mai kriegen, und die dürften dann nochmal heftiger ausfallen als die Daten aus dem April. Dafür spricht auch das, was in den USA derzeit der Fall ist, auch heute Einkaufsmanager-Index. Da sprach man von Average Selling Prices for Goods and Services, die so stark gestiegen sind wie noch nie, und das werde automatisch zwangsläufig zu höherer Inflation führen, zu höheren Preisen für die Konsumenten.
Market, das auch diese Daten hier erhebt, sagt eben auch, also es könnte sogar noch besser sein, als die Daten ohnehin schon waren, und die Daten waren wirklich spektakulär gut, wären noch besser gewesen, wenn eben viele Unternehmen nicht diese Lieferengpässe hätten oder eben Labor Shortage hätten, also praktisch Schwierigkeiten hätten, Arbeitnehmer zu finden. Und siehe da, heute dann plötzlich lüfteten zwei Herrschaften so ein bisschen ihr Visier. Wir hatten vorher ja immer nur von Robert Kaplan von der Dallas Fed gehört, dass da möglicherweise ein Problem entsteht mit diesem QE, mit der ultralaxen Geldpolitik der Fed. Imbalances und Exzesse, so hat Robert Kaplan immer wieder gesagt, seien da zu beobachten, zum Beispiel am US-Immobilienmarkt. Deswegen müsse man so langsam eher schneller als später aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen. Und sieht da heute zwei Fed-Speaker, die sich ähnlich geäußert haben. Einmal Harker, der hier gesagt hat, von der Philadelphia Fed, der gesagt hat, ja, also wir sollten vielleicht das Tempo oder die Summe der Bondkäufe, der Anleihekäufe eher früher als später reduzieren. Siehe da, siehe da. Und wir sollten mit einem langsamen Tapering beginnen, slowly taper bond purchases. Und er hat das böse T-Wort in den Mund genommen, tapering, uiuiui. Und das Gleiche hat auch dann von der Richmond Fed Mr. Barkin gemacht. Wenn wir substanziellen Fortschritt machen, dann werden wir tapern. Was ist substanzieller Fortschritt, wenn die Wirtschaft dann um 80% wächst pro Monat? Könnte man von einem substanziellen Fortschritt sprechen, wenn das drei Jahre so geht? Oder wie sollte ich das wirklich ausdrücken? Also das ist natürlich alles sehr, sehr schwammig. Aber es zeigt, dass jetzt diese Taper-Diskussion, dieser Taper-Talk doch präsenter wird, dass der näher kommt. Und das in einem Umfeld, wo jetzt diese Inflation faktisch die Earnings Yields auffrisst. Wir haben jetzt die niedrigste Earnings Yield, also praktisch die Gewinne der Unternehmen minus Inflation seit 40 Jahren. Das zeigte, dass das wirklich ein Problem werden kann, sollte die Inflation dauerhaft sein. Wir hatten ja jetzt über 4% in den USA. Okay, wenn die Inflation wieder zurückgeht, no problem, dann würde dieser Chart wieder etwas nach oben gehen. Aber wir sehen zunächst, wie Michaela Arui hier bemerkte, dass es bisher drei Vorkommen gab, dass die sogenannte Real Earnings Yield negativ war. Das war in den Jahren 1987, 1999 und 2008. The rest is history. Diejenigen, die zur Boomer- oder Steinzeit-Boomer-Generation unter Ihnen gehören, die werden sich vielleicht an diese Jahre noch erinnern. Und danach ging spektakulär gut an den Aktienmärkten weiter. Das kann ich Ihnen versichern. Also, das ist derzeit die Situation. Aber vielleicht wird aus dieser Inflation dann doch eine Deflation, wie einst Ludwig von Mises feststellte, der sagt, Bubble Activities cannot stand on their own feet, die können nicht auf eigenen Füßen stehen, die brauchen also ständig Nachschub durch eine Ausweitung der Geldmenge, des Money Supplies, und wenn dieser Zustrom ausbleibt, dann platzen diese Blasen und dann haben wir eine Deflation, also Inflation, Blasenbildung. Und dann umsteuern der Notenbanken aufgrund der Inflation, dann platzen die Blasen und dann haben wir wieder Deflation, ist doch alles schick, und dann fangen wir wieder mit dem Gelddrucken an, bekommen wieder Inflation, haben wieder Blasen und dann, Sie wissen schon, also das ist ja eine super Perspektive. Vielleicht noch interessant, am Rande bemerkt, wir sehen jetzt diese immer größere Dominanz von großen Konzernen, die 50 marktkapitalisiertesten oder mit der höchsten Marktkapitalisierung versehenen Unternehmen bringen jetzt haben 4,5 Billionen den Aktienmärkten letztes Jahr hinzugewinnen lassen an Marktkapitalisierung. Damit sind sie jetzt 28% des globalen BIPs wert, net slashed. Also fast ein Drittel, könnte man sagen. 30 Jahre vorher waren es weniger als 5%. Also das hat sich mehr als verfünffacht, diese Relation zwischen diesen 50 wertvollsten Unternehmen und ihrer Marktkapitalisierung in Relation zum globalen BIP. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass ihre effektive Steuerrate damals 1990 zum Beispiel, also vor 30 Jahren, bei 35% lag, jetzt liegt sie bei 17%. Das ist einer der Gründe, warum diese Konzerne wahrscheinlich so dick und so groß werden können, eben weil sie immer weniger besteuert werden. Und dann bleibt ein bisschen Geld übrig. Dieses Geld wird dann in Aktienrückkäufe gesteckt. Dadurch steigt der Gewinn pro Aktie. Das Angebot an Aktien wird verknappt, wodurch die Marktkapitalisierung nochmal steigt. Eine wunderbare
Welt, die sich ständig um sich selbst dreht und aus sich selbst ernährt. Money Supply, wie Ludwig von Mises gesagt hat. Hier sehen wir das nochmal grafisch dargestellt, wie sich das verändert hat. 2010, nach Platzen der Dotcom-Blase, war das mal rückläufig, aber jetzt haben wir hier ein neues Allzeithoch erreicht. Also, das ist die Situation. China hat ein bisschen die Stimmung verhagelt. Und da ist jetzt so ein bisschen diese, wie soll man sagen, grundoptimistische Stimmung ein bisschen weg. Dieser Taper Talk, der ist doch auffällig jetzt durch die FED-Mitglieder. Also da ist jetzt noch dann diese Inflationsthematik mit den Gewinnen, die da möglicherweise aufgefressen werden, eben durch Inflation. All das ist derzeit so ein Gemisch, das schwer einzuschätzen ist. Die Volatilität ist da. Es fehlt momentan so ein bisschen die klare einseitige Richtung. Wir haben jetzt eben keine neuen Allzeithochs etwa in den USA, aber wir kippen eben auch noch nicht nach unten weg. Was ist da nächste Woche der Fall? Da werden wir, glaube ich, die PCE-Verbraucherpreisdaten bekommen aus den USA. Das wird eine wichtige Geschichte. Ansonsten heute ein etwas kürzeres Video, wenn ich mich nicht täusche. Ein User hat bemerkt, Mensch, Fugmann, du machst immer jetzt, deine Videos werden immer länger. Ja, früher war das anders, jetzt wirst du immer länger. Ich bin berufstätig, habe Familie, das kann ich mir bald nicht mehr leisten, dich zweimal am Tag zu schauen. Das ist ein gutes Argument, das ich aufnehme. Wünsche jetzt ein schönes Pfingstwochenende. Wir sehen uns dann wieder am Dienstag. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Machen Sie es gut. Servus und ciao.